In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Stabübung Wasserfall ganz entspannt ausführen können und garantiert keinen Stress bekommen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Tipps geben, worauf Sie achten können, dass diese Übung gut gelingt und eine gute Wirkung auf Sie hat. Wenn Sie den Stab fallen lassen, nehmen Sie sich vor, tief zu fangen. Auf Beckenbodenhöhe, unterhalb der Hosentaschen. Dann ist die Hand entspannt. Wenn Sie zu zielorientiert sind, ich will den Stab gut fangen und sich darauf konzentrieren, Konzentration zieht zusammen, dann passiert Folgendes. Sie lassen den Stab fallen und Sie haben ihn erwischt, Sie waren ganz konzentriert, aber alles ist verkrampft an Ihnen. Und das ist nicht der Zweck der Übung. Wenn Sie mit gestreckter Hand fangen, und das ist das Ziel, dann sind Sie auch sicher, dass der Ellenbogen nicht verletzt wird. Der Stab geht am Rücken nach unten, an der glatten Arm vorbei, bis in die Hand. Wenn Sie zu sehr hier oben fangen, geht der Ellenbogen heraus. Der Stab kann Ihnen auf den Ellenbogen fallen und den sogenannten Musikantenknochen anschlagen. Und dann kriegen Sie recht starke Schmerzen. Das ist nicht gefährlich, aber die Hand tut weh bis in den Fingern und Sie verlieren für einen Moment die Lust an der Übung. Unser Körper macht viele unbewusste Bewegungen. Er meint es gut und passt sich an. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hinter dem Kopf mit dem Stab herunterkommen, ohne dass wir es merken, kann es geschehen, dass der Kopf Platz macht für den Stab und sich danach erst wieder gerade stellt. Und um das zu vermeiden, empfiehlt es sich erstmal, wenn Sie mit dem Stab kommen, den Kopf bewusst in den Rücken zu legen und dann mit dem Stab einen großen Bogen um den Kopf zu machen, den Stab auf die Schultern zu legen und dann erst den Kopf zu richten in die Vertikale und dann fallen zu lassen. Und wenn Sie das im Körpergefühl haben, wie sich das anfühlt, dann können Sie das sich vornehmen, dass Sie beim nächsten Mal mit dem Stab nach unten kommen, jetzt den Kopf nicht nach hinten beugen, aber das Körpergefühl erzeugen, als würden Sie es nach hinten beugen. Und dann bleibt der Kopf tatsächlich gerade. Sehr bewegliche Menschen können den Stab gut hier innen halten zum Loslassen. Einfacher ist es, wenn Sie ihn hier außen auf den Fingerkuppen haben. Bereiten Sie sich auf die Übung einfach so vor, dass Sie ein paar Mal den Stab auf den Rücken legen und einfach fallen lassen. Und gehen Sie, machen Sie das so lang, bis Sie merken, das macht mir überhaupt nichts aus. Danach machen Sie es mal ohne Stab, dass Sie die Hände dahin bringen, wo sonst der Stab liegt. Sie spüren ein bisschen Spannung und dann lassen Sie die Hände los, sodass Sie nachher frei pendeln. Und Sie werden merken, je nach welcher Typ Sie sind, ist das gar nicht so selbstverständlich. Wenn man sich vornimmt, ich lasse die Hände los, dann kann es sein, dass Sie zwar loslassen und dann gehen die Hände so langsam runter. Das heißt, Sie sind immer noch drin und ohne dass Sie es merken, führen Sie die Hände, weil Sie vielleicht diesen Schlag nicht möchten. Oder Sie nehmen sich vor, oh, ich muss ja runter und dann reißen Sie da runter. Und dann bleiben die Hände da unten fest. Also Sie nehmen sich vor, ich lasse die Hände fallen und dann sind Sie da. Aber dann sind Sie im letzten Moment, wenn Sie unten sind, doch wieder rein und haben das festgemacht. Fallen lassen, pendeln lassen und sich selber spüren dabei. Wenn Sie wirklich loslassen, dann ist es ein Naturphänomen, dass Dinge gleich schnell fallen. Die Hand fällt genauso schnell nach unten wie der Stab. Um jetzt zu schauen, ob Sie doch verzögern unbemerkt, können Sie mal sich vornehmen, dass Sie den Stab fallen lassen
und mit den Händen an die Hosennaht oder an die Rocknaht klopfen. Und dann hören Sie ja, ob die Hände auch schon unten sind, wenn der Stab unten ist. Bei der Übung Wasserfall geht es darum, möglichst wenig selber zu machen und trotzdem ganz in seiner Kraft zu sein. Und in der Hand haben wir einen Reflex, der, wenn der ausgelöst wird, hier ist er jetzt, dann schließt die Hand von alleine. Wenn Sie die Hand jetzt so fallen lassen, dass sie unten eine leichte Schale bildet, wenn sie pendelt, dann brauchen Sie nur noch, wenn zufällig der Stab in die Handschale fällt, den Reflex der Hand zuzulassen, dass er schließt. Auch das brauchen Sie fast nicht selber machen. Die Finger schließen von allein. Und ich habe nur gedacht, dass ich runter muss zum Tief fangen muss, unterhalb der Hosentaschen. Zack.